zeige hier meine persönlichen Erfahrungen als Privatanleger. Ich würde mich freuen, wenn ich dir Denkanstöße liefern kann. Eine Anlageberatung stellen meine Videos oder Streams jedoch auf keinen Fall dar. Ganz im Gegenteil, ich will nicht beraten, sondern deinen kritischen Widerspruch herausfordern. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gehwissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein. Deshalb gilt, ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die du aufgrund der hier präsentierten Informationen triffst. Hi, ich bin's wieder, euer Roger, und ja, Nummer 4 von 5 heute im Video. Der Amundi Smart Factory ETF aus meinem ETF Branchendepot ist auch in meinem Depot angekommen. Und ja, ich will euch heute mal diesen ETF im Detail vorstellen. Der Fonds wurde am 1.10.2019 aufgelegt, hatte damals, also am 8. März, eine Fondsgröße von 74 Millionen. Das hat sich mittlerweile geändert, schauen wir uns gleich an. Er enthält 52 Firmen, ist thesaurierend und aus der Branche Smart Factory, Industrie 4.0. So könnte man es sagen. Er ist synthetisch, repliziert, hat eine TR von 0,35 pro Jahr und sein Fonddomizil liegt in Luxemburg. Der Smart Factory ETF von Amundi setzt gezielt, auf Unternehmen, die in der Branche Smart Factory tätig sind. Smart Factory bedeutet die Transformation der Fertigung des industriellen Marktes durch Technologien. Stichwort Industrie 4.0. Smart Connectivity, Smart Building, Smart Home, Smart Security, Smart Mobility, Smart Waste, Water und Energiemanagement. So, das Thema Transformation ist ja bei mir auf der Arbeit auch ein großes Stichwort. Also bei uns geht es ja um diese CO2-freie Stahlgewinnung oder Herstellung von Stahl. Und deshalb bin ich in diesem Thema auch ziemlich interessiert und habe mich also deshalb auch einfach für diesen Branchen-ETF entschieden. Das Thema Industrie 4.0, das hat auch Schattenseiten. Viele Menschen haben einfach Angst, dass sich dadurch ihr ganzes Leben verändert. Das ist auch so. Das Thema CO2 wird uns auch nach Corona wieder beschäftigen. Das ist ja jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und allerdings die Probleme, die diese Welt hat, werden auch weiterhin Probleme bleiben, wenn Corona mal an uns vorübergegangen ist, sage ich jetzt mal. Und dann tritt das Ganze wieder auf den Plan und die Zeit läuft uns weg, weil wir halt auch nur diesen einen Planeten haben. Smart Factory heißt aber auch zum Beispiel Dinge, die einem das Leben erleichtern. Ich bin ein Fan von Sachen, die mir das Leben erleichtern. Das heißt nicht, dass ich gerne bequem bin. Allerdings soll man nicht direkt alles Neue sich verwehren, sondern halt sich ruhig das Ganze auch mal näher anschauen. Es ist natürlich auch so, es geht ja auch darum, Prozesse in der Industrie zu automatisieren. Da ist dann immer direkt groß Angst, dass dann dadurch Arbeitsplätze verloren gehen. In manchen Fällen ist das halt auch der Fall. Meistens liegt es aber daran, dass die Unternehmen dann halt versäumt haben, die Mitarbeiter auf diese neuen Technologien weiterzubilden, weiterzuschulen. Und aber wir werden an diesem Thema Industrie 4.0 werden wir definitiv nicht vorbeikommen und das Thema ist auch jetzt schon präsent. Aber schauen wir uns jetzt mal den ETF im Detail an. So, er hat mittlerweile eine Fondsgröße von 90 Millionen Euro. Und ansonsten hat sich an den Rahmenbedingungen nichts geändert. Das ist also doch noch ein relativ neuer ETF. Da gibt es auch noch keine Tracking-Differenz. Und man sieht halt hier die Entwicklung jetzt, wo das Ganze mit Corona losgegangen ist. Sein Höchststand hatte er bei 60,39 Euro. Jetzt ist er bei, dann ist er abgestürzt auf 40 Euro. Mittlerweile ist er wieder bei knapp 50. Ungefähr hier in dem Bereich lag mein Einstiegskurs. Das seht ihr dann halt auf jeden Fall im nächsten Depot-Update. Also, wer es noch nicht getan hat, Kanal abonnieren. Depot-Update kommt zum Wochenende. Und allerdings erst am Samstag. Ich muss am 1. Mai arbeiten. Und hier sieht man auch nochmal genau das, was ich euch vorgelesen habe eben. Und zwar entsprechend investiert der ETF in Unternehmen aus den Kategorien Advanced Robotics, Cloud und Big Data sowie Cyber Security. Thema Cyber Security, ich habe ja schon einen Branchen-ETF von Wise, der auf Cyber und Data Security basiert. Keine Unternehmen hier aus dem ETF sind in dem ETF von Wise enthalten und umgekehrt natürlich genauso. Wenn man jetzt halt das Factsheet uns anschauen,
Da ist zum Beispiel direkt hier Autodesk Incorporated ist mir sofort ein Begriff gewesen. Ansonsten sagte mir von diesen 52 Firmen, die in dem ETF enthalten sind, keine etwas. Ich habe mir dann halt mal noch Proto Labs und hier Stratasys angeschaut, von den Geschäftszahlen her. Und er hat allerdings halt auch seine Kriterien. Und von daher, wenn eine Firma diese Kriterien immer erfüllt, wird er aussortiert. Man sieht halt, 60% liegen auf den USA, also Vereinigte Staaten, Japan, China ist dabei, Deutschland auf Platz 4. Sehr lobenswert. Dann haben wir UK, Taiwan, Frankreich, Australien, Hongkong, Schweiz, Finnland und sonstige. Aber schauen wir mal nochmal kurz, ich habe es extra mal bei Wikipedia rausgesucht, der Begriff Smart Factory. Das ist ja so dieser Überbegriff. Smart Factory ist ein Begriff aus der Forschung im Bereich Fertigung. Er gehört zur Hightech-Strategie der deutschen Bundesregierung als Teil des Zukunftsprojekts Industrie 4.0. Er bezeichnet die Vision einer Produktionsumgebung, in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme ohne menschliche Eingriffe weitgehend selbst organisieren. Es geht halt darum, auch effizienter zu sein, schneller zu sein, billiger zu sein und zum Beispiel auch Personalkosten einsparen. Ist halt so. Und es geht allerdings zum Beispiel auch um Fertigungsprozesse, wo es halt um hohe Risiken zum Beispiel geht. Es gibt ja halt Arbeiten, wo jedes Jahr Menschen schwere Arbeitsunfälle oder sogar tödliche Arbeitsunfälle erleiden. Und deshalb ist es halt, sage ich mal, in dem Bereich ganz, ganz wichtig, dass man dafür vielleicht einen automatischen Prozess einführt oder das Ganze durch einen automatischen Prozess ersetzt, um halt den Arbeitnehmer in diesem Fall dann halt auch zu schützen. Also eine Industrie 4.0 ist nicht nur was Böses, es hat auch viel, viel Gutes oder beziehungsweise mehr Gutes als Schlechtes. Allerdings vor neuen Sachen hat man ja sofort erstmal Angst. Das ist ja so auch eine deutsche Tugend. Kennen wir nicht, haben wir nicht, haben wir noch nie gemacht. Wir arbeiten seit 30 Jahren so, also ich kenne das noch aus meiner Ausbildung. Beziehungsweise so in den ersten Jahren nach meiner Ausbildung, wenn ich da einen Vorschlag gemacht habe. Und bei mir der alte Schichtführer, der hat immer, wenn ich dann kam, ja, hör mal, wir könnten doch das so und so machen. Nein, wir machen das seit 30 Jahren so, daran wird auch nichts geändert. Dem einen oder anderen ist das mit Sicherheit auch schon mal passiert. Und was ist das Internet der Dinge? Das ist auch ein großer Überbegriff, Internet of Things. Das Internet der Dinge ist ein Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen, also zum Beispiel 3D-Druck. Mit Technologien des Internets der Dinge implementiert Funktionen erlauben die Interaktion zwischen Menschen und hierüber vernetzten beliebigen elektronischen Systemen sowie zwischen den Systemen an sich selbst. Sie können darüber hinaus auch den Menschen bei seinen Tätigkeiten unterstützen. Das ist halt genau das, was ich gesagt habe. Industrie 4.0 heißt nicht sofort, Arbeitsplätze werden ersetzt. Sie können auch den Menschen unterstützen. Es wird immer Fertigungsprozesse geben, die man einfach nicht automatisieren kann. Die immer kleineren eingebetteten Computer sollen Menschen unterstützen, ohne abzulenken oder überhaupt aufzufallen. Ja, das sind also so die Bestandteile vom ETF von Amundi. Und ich bin auch von dem ETF überzeugt. Wie ich eben gesagt habe, bei uns in der Stahlindustrie ist halt dieses Thema Transformation. Hier heißt es halt Smart Waste, Water und Energiemanagement. Bei uns geht es ja halt eher ums Energiemanagement. Weniger jetzt um Müll und Wasser. Aber auch Automobilindustrie, wo wir ja halt ein ganz großer Zulieferer sind, steckt da ja mittendrin. Und teilweise hat man das Ganze ja auch schon so ein bisschen verschlafen. Aber das wird richtig präsent, ne? Also ich sage jetzt mal, bis ins Jahr 2030 wird gerade in diesem Bereich Industrie unheimlich viel, viel, viel passieren. Und dem Ganzen sollte man sich auch nicht erwehren. Man muss nicht alles Neue mitmachen. Und das mache ich selber auch nicht in meinem privaten Bereich. Aber halt, man sollte das ganze Thema auch nicht ausblenden und sagen, okay, das da geht mich nichts an. Es ist ein Zukunftsmarkt. Ich gehe mal davon aus, dieser ETF wird wahrscheinlich noch so ziemlich schwanken und volatil sein. Das werden wir halt dann in den nächsten Wochen und Monaten werden wir halt beobachten oder Jahren auf jeden Fall. Aber ich
Bin absolut davon überzeugt. Jetzt, wie gesagt, er hatte am 8. März eine Vorgröße von 74 Millionen. Jetzt sind wir bei 90 Millionen. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser ETF auch eine gute Zukunft hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen auf Daumen hoch, Daumen runter. Es kommt jetzt noch ein Video mit dem letzten. Das ist der Pharma Breakthrough ETF aus dem Bereich Biotech und Gesundheit. Und den sehen wir dann beim nächsten Video. Und ansonsten geht es dann auch weiter steil Richtung Depot-Update. Depot-Update kommt, wie ich es gesagt hatte, am 2. Mai, also dieses Wochenende. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.